gehen wir rein in Direction Mannemond Akt 3. Ich hatte auf den Trailer reacted. Ich weiß nicht, wie ich es mit dem Trailer handhaben werde, denn das Video ist halt, wie gesagt, schon lange draußen, das Mannemond-Video. Und die Reaction wäre lange danach erst. Aber aus diesem Grund weiß ich jetzt auch von ein paar Szenen Bescheid, die in diesem Video auch vorkommen werden. Wenn ihr es nicht wissen solltet, dann erfahrt ihr es entweder direkt in diesem Video oder ihr guckt euch nochmal den Trailer an. Denn der ist bei Julian Bam auf dem Hauptkanal veröffentlicht. Nicht auf dem Boolean Jam. Oder juckt mich nicht. Sondern Julian Bam Kanal. Und by the way, fällt mir irgendwie so auf, dass die Hand hinter mir, dass die irgendwie etwas so aussieht und das mit diesen drei Bohnen halt auch. Also mehr High Quality natürlich, aber die sieht irgendwie etwas so aus wie auf meinem Reaction Cover zu Mannemond Akt 2. Jetzt aber erstmal. Viel Spaß mit dem Video. Lasst gerne noch ein Abo und ein Like bei Jim Bam da. Ich kann das gerade nicht machen. Ich mache das wahrscheinlich nachträglich oder so. Und damit jetzt, let's go. Was bisher geschah. Update-Bericht. Ist unser Triebwerk schon lokalisiert worden? Snaggles? Eine Meuterei? Machen! Ergreift ihn! Aber vielleicht können wir einander helfen. Wer sind Sie? Wieso können Sie das? Wo ist das Paket für den Mann im Mond? In der Tasche ist das Gesicht vom Mann im Mond. Ein außergewöhnlicher Schutzmechanismus. Du hast etwas, was mir gehört. Ohne mein Gesicht bin ich unvollständig. Ich mache dir ein Geschenk, damit du siehst, dass du mir vertrauen kannst. John! Du weißt, was du jetzt zu tun hast, Julian. Ach stimmt, genau. Wir haben ja jetzt John wieder dabei. Das wird also das alte Songs aus der Bohne Feeling wieder aufwecken. Denn jetzt sind sie ja zu zweit. Nee, zu dritt mit Julia. Nuff-Nuff-Kanone! Go! Keine Spielchen mehr. Ich hab das Zepter! Jungs, hier lang! Willkommen zurück, mein Bruder. Ach ja, und der Aussage ist wieder da. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Und eventuell kommt bei Akt 4 oder so auch der Weihnachtsmann wieder zurück. Wer weiß. Oder vielleicht in diesem Akt. Ich bin mal gespannt. Mein Bruder, nun sieh dich an. Nur noch ein Schatten deiner selbst. Doch jetzt lass uns wieder Seite an Seite stehen. Das dürfte dir vertraut vorkommen. Eine besondere Waffe. Lol. Das ist die Waffe, mit der er umgebracht wurde. Damit sollte es dir möglich sein, den Schild von diesem Julian zu durchdringen. Aber vorher sag mir noch, wo ist das Grab? Das Grab? Welches Grab? Das vom Osterhausen? Steuerzoll! Ich kann nicht mehr! Was ist? Ich glaube, wir haben ihn abgehängt. Das wird schwer. Jungs, ich glaube, mein Trizeps ist gewachsen. Sieht man das? Nein. Schade. Du warst toll, Knuffmuff. Ich fühle mich aber nicht toll. Was ist hier eigentlich los? Warum laufen wir schon wieder um unser Leben? Und warum hat der Typ da einen gottverdammten Jizzfleck im Gesicht? Der Jizzfleck schon wieder. Lange Geschichte. Wichtig ist, der Mannemond will sein Gesicht zurück. Sag nicht, du hast das Gesicht von Mannemond in deiner Tasche drin. Oh, fuck. Hättest du mich nicht erst wiederbeleben können, nachdem der Shit erledigt ist? Was guckst du so? Was willst du jetzt von mir? Ich hab dich einfach nur vermisst. Jo, was ist mit Julia los? Hier, für dich. Danke, Julia. Und jetzt kommt das Beste. Jo wollte dir nämlich noch was sagen, bevor du totgegangen bist. Totgegangen bist? Das passt so zu Julias Rolle. Also nicht zu Julia selber. Ich weiß nicht, vielleicht passt es auch zu Julia selber, aber zu der Rolle, die Julia spielt, passt das so extremst gut. Dieses, bevor du tot gegangen bist. Das Beste! Du wolltest dir nämlich noch was sagen, bevor du tot gegangen bist.
Was? Ne, ich meinte die Sache, dass wenn du John immer als Super... Ey, dann pop, pop. Wenn du traurig... Das, was wir im Supermarkt besprochen haben. Ah, das haben wir... Das haben wir... War dir doch so wichtig? So, wichtiger ist jetzt, wir schießen das Gesicht jetzt in die Sonne. Sonne? Sonne. Und wir haben jetzt genug Kupfer für das Raumschiff. Raumschiff? Raumschiff. Ich habe mein Raumschiff verloren. Wie kann man denn ein Raumschiff verlieren? Das ist doch riesig. Die schlechte Nachricht ist, es gab eine Meuterei. Wie? Und die gute? Gibt's nicht. Jetzt gibt's nur noch Captain Jerky, ein einsamer Wolf, gestrandet in einer fremden Welt. Hallo? Was jetzt? Unser Plan ist gescheitert. Und Miami Rose? Wir müssen sie retten. Oh, Leute! Was ist los, Ton? John? Nein, lass mich! Hey, was machst du da? Das einzig Vernünftige. Wir müssen die Wächter finden. Nur die können uns helfen. Okay, und was siehst du? Die Symbole. Santa der Boss, Sandmann, Zahnfee. Wow. Warte mal. Was? Das ist ein Wolf im Osterhasen. Es ist wieder da. Der war doch tot. Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl dabei. Und ich war doch auch tot. Babu fühlt sich auch sehr tot. Oh nein, was ist los, Knopfmuff? Oh mein Gott, es passiert wirklich. Babu kommt in die Pubertät. Was? Wie alt bist du denn? Bob, 27, war nur 4 Paragraphen alt. Oh nein, dann bist du ja noch minderjährig. Minderjährig? Babu wird geschlechtsreif. Das Zepter. Ich glaube, es will uns was sagen. Das ist wohl der Zahnfee. Wenn wir das hier der Zahnfee bringen, wird sie uns doch safe helfen. Und ich werde Miami Rose helfen. Was hast du mit deiner Miami Rose? Bist du verliebt? Bisschen. Dann nimm wenigstens Babu mit. Ich will niemals in die Pubertät kommen. Hat die Julia das Ding nicht mit zum Raumschiff nehmen können? Oder können wir das Teil einfach verbrennen oder so? Hä? Was? Da ist jemand drin. Wir können nicht einfach verbrennen. Komm, ja? Ein neuer bester Freund oder was? Hä? Was? Nein. Ich bin für dich verbrannt, Mann. Bro. Sei vorsichtig. Nix, Bro, Mann. Weißt du, wie fucking weh das tut? Da kommt so ein fetter Laser auf dich drauf, deine Haut verbrennt und du bist nicht mehr da. Scheiße, der Osterhase. Der Ninja-Hase. Schnell weg hier. Mit dem kaputten Ei übrigens. Das ist doch perfekt. Der kämpft doch für eine gute Sache. Richtig, wir kämpfen für eine gute Sache. Die toxische Männlichkeit. Yeah, Pro-Feminismus. Genau, Frauen sind auch Menschen. Hä? Niemand behauptet doch etwas anderes. Aber auch ein bisschen wie Hunde. Ach, schwierig, weil man sie so lieb haben kann. Warum sind keine Frauen auf eurer Demo? Meine ist zu Hause und kocht. Frauen sollen auch ohne oben rumlaufen dürfen. Frauen sollen genauso viel verdienen wie Männer. Wow. Weiß ich nicht, muss das? Brüste! Scheiße, wir sollten hier abhauen, bevor der Hase uns findet. Nein, Mann. Ich bin mir immer noch sicher, dass er zu den Guten gehört. Niemals. Wetten. Doch, wetten. Dann lass wetten. Ja, wetten. Ja. Im Trailer hatten wir die Klinge gesehen. Daher kam das. Aber ich wusste nicht mal, woher ich die kannte. Ich kannte sie, aber ich konnte sie nicht dem Ursprung zuordnen. Oh, Scheiße, du hast recht. Wette gewonnen. Was machst du jetzt nicht? Drei haben wir gesagt. Da, die beiden haben Andrew und Jake gekillt. Ja, hab ich auch gesehen. Die Hasen waren's. Aber das sind doch eure eigenen Kostüme. Die wollen umgekehrte Psychologie anwenden. Umgekehrte Psychologie? Das ist toxisch männlich. Freunde, wir wollen keinen Stress. Aachen. Wir sind doch alles Aachener. Ihr seht mir eher aus wie Stolberger. Ach, euer Kollege ist doch gar nicht mal tot. Der tut nur so. Guck, er lebt doch noch. Der macht nur Witze. Ja, ja. Irgendwie kommt mir der... Ach so. Ich glaube, ich weiß woher. Oh mein Gott. Jetzt ergibt es auch Sinn. Ich dachte so, wieso kommt mir dieser Song bekannt vor? Aber das ist der Friesenjungen-Song. Denken dabei an das römische
War da eigentlich in der Brille gerade die Kamera abgezählt? In der Brille ist zwar immer noch Jude zu sehen, glaube ich, aber mit der Kamera. Aber Sonne scheint, wenn ich Stolberger Niederschlag auch her. Hoffe, es wird nicht geclaimed. Obwohl, das bist du eigentlich nie. Der Song ist aber echt krass. Er hat recht, der Kampf für Aachen ist wichtiger. Ja! Dass Aachen NRWs Hauptstadt wird. Ja! Würdest du von auch eine Vollversion geben? Stimmt. Würden sie danach auch eine Vollversion geben. Der Song war auf jeden Fall krass. Übrigens trägt John seine Ukulele hinterm Rücken, so wie in jedem Shooter-Game, die immer ihre Waffe hinten tragen. Oder generell in vielen Games ihre Waffen hinten tragen und Schwerter und so. Komm, komm! Hinterher! Ich werde das Triebwerk finden und zurückbringen. Und dann wird mich meine Crew wieder als Held feiern. Danke, dass Sie an meiner Seite bleiben, Dice. Ihre Crew ist tot. Was? Seit wann? Seit gar nicht. Das war ein Versuch, humoristische Kommunikation zu simulieren. LOL. LOL. Also LOL. Das ist vielleicht keine Witze mehr. Kommunikation zu simulieren. LOL. Du solltest vielleicht keine Witze mehr machen. Entschuldigung, Ex-Captain, ich bin gerade dabei, das Programm Humor zu erlernen, jedoch weist es Inkonsistenzen in seinen eigenen Parametern auf. Ex-Captain? Was ist humoristisch akzeptabel? Und in welchen Situationen darf man lachen? Ab wann geht ein Witz zu weit? Ich detektiere zahlreiche Widersprüche, wie beispielsweise bei diesem Witz stirbt ein kleines Kind... Stopp! Alles gut! Führ mich einfach zu den Koordinaten von diesem vermummten Fremden jetzt. Unser Triebwerk befindet sich 23 Kilometer... da. Dann nach dir. Positiv. Folgen Sie mir, Ex-Captain Jerky. Einfach nur Jerky. Negativ. Lange genug hat dieser Jerk of Ex-Captain auf mich herabgeblickt. Doch bald wird sich das ändern und alle werden... Bauen die das Raumschiff um? ...mir aufblicken. Auf jeden Fall haben sie hier ein ganz komisches Gerüst aber hin projiziert. Zum großen Snails, dem Eroberer. Dieser primitive Planet wird den Anfang machen. Jeder wird vor Furcht erzittern. Und Jerky wird das perfekte Versuchskaninchen sein. Aber dafür braucht erst noch ihren Zugangscode für den Zentralcomputer, Lieutenant Rose. Sie wollen doch ihren Captain nicht im Stich lassen. Sie sind kein Captain. Oh, was für eine Frechheit! Nein, was ich meinte war... Sie sind viel mehr. Viel mehr? Ein Captain führt nur sein Schiff an. Sie, Sie könnten... Ich höre. Ein König sein. Oh ja, König. König. König Snaggles. Aber ein König braucht auch eine... eine Königin. Nimm meine Hand und wir könnten das mächtigste Paar des Universums werden. Oh, was für eine Ehre. Aber wie Sie sehen, bin ich gefesselt. Ich verstehe. Nun gut. Besiedeln wir unser Bündnis mit einem Kuss. Captain Snaggles, wir haben ein Problem. Presse, ich hasse es, wenn man mich beim Vorspiel unterbricht. Tut mir leid, Captain, aber... Gib dir selber eine Backpfeife. Danke, Captain. Also, was gibt's? Jerky, er ist aus dem Gefängnis entkommen. Was? Okay, das ist jetzt ein Fall für König und Königin. Gib mir den Zugangscode, Rose. Was? Was kommt jetzt? Ach, Leute, ja stimmt, wir hatten ja auch im Trailer gesehen. Ich habe den Trailer überall schon wieder komplett vergessen. Aber wir hatten ja Herrn Anwalt gesehen. Unser heutiger Gast hat einen berührenden Roman geschrieben, in dem er den Verlust eines geliebten Seelenverwandten verarbeitet. Es ist mir eine Ehre, nun den Mann vorzustellen, der all eure Herzen berührt hat. Rainer! Hallo Leute, guten Abend. Rainer! Lol. Ja,
John war wirklich einzigartig. Und ich wollte, dass die Welt das weiß. Ich habe sogar meine Tochter nach ihm benannt. Dieses Buch ist mein Tribut an ihn. Verzeihung. Aber das ist nicht alles, was sie getan haben. Ja, um sein Vermächtnis zu... Was ist das für ein Kaktus da oben auf dem Tisch? ...habe ich diesen Merchandise erstellt, um Spenden zu sammeln für meine Trauer. Das war sein letzter Wunsch an mich. Ich bin sicher, dass John stolz auf alles wäre, was sie Gutes in seinem Namen tun. Danke sehr. Ziehen Sie das an! Und sie hatten noch etwas für uns vorbereitet, wie ich hörte. Ganz recht. Musik war immer ein großer Teil von Johns Leben. Und der Song heißt John. Ich bin mir sicher, dass John begeistert wäre, wenn er... Sie haben Ihre Gitarre schon? Ja, dann hören wir jetzt anscheinend eine spontane Live... Moin. Wartet mal! Das sind doch Sie! John, du lebst? Rainer, warum hängt da ein Bild von mir? Wie kann das sein? Rainer, wie erklären sich das Auftauchen von John, den Sie für tot erklärt haben? Aber ich hab dich sterben sehen, John! Machst du etwa Party mit meinem Gesicht? Nein! Ich habe das nicht getan! Sind Sie zwei etwa Komplizen in diesem Schwindel? Das Geld, was Sie gesammelt haben, war das etwa nur, um sich zu bereichern? Niemand verarscht mich ungestraft. Meine Damen und Herren, diese Live-Show nimmt gerade eine unerwartete Wendung. Wir sind alle sprachlos. Betrüger! Leute, das war ein Prank! Oh, du, das macht das kein Stück besser! Ey, ich hab nichts zu tun! Schwimmer. Du, 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 mit Kapitän! Ah, wo ist Schurke? Geh mal nach Hause. Guck mal, wie er aussieht überhaupt. Bah, Junge. Ja, Junge, bah. Ja, sehr gut. Mach dich fertig. Ich will Köpfe rollen sehen. So, als nächstes ist Papa Platte dran. Was? Warte mal, ist er nicht, ich weiß, mir sagt, fällt der Name gerade nicht ein, aber er ist doch immer bei so Live-Shows dabei. Mir fällt wirklich gerade der Name nicht ein, aber ich kenne ihn. Er sagt mir was. Und das ist mit Papa Platte. Das ist wahrscheinlich wieder ein Insider. Auf geht's, Digga. Wer will hier sehen, wie die Betrüger bestraft werden? Ihr Faker! Gibt bestimmt auch noch eine Vollversion davon. Weiß gar nicht, ob die Musik geclaimt wird noch oder ob die schon zu alt ist dafür. Das ist da gar kein Copyright mehr drauf gibt. Schwöre, haben wir die uns irgendwie nur so eingebildet oder was? Schwöre, Opfer, Opfer. Nun gut, kommen wir zum nächsten Programmpunkt. Begrüßen Sie mit mir eine arme Mutter, die vielleicht das stressigste Kind auf dem Planeten erwischt hat. Was kommt jetzt? Hallo. Sehr stressig, wirklich sehr stressig. Na klar könnt ihr den Kokor hier verstecken. Das hier kommt jetzt eh alles auf den Müll. Oh, du bist echt ehrenlos. Du hast sogar John Verhütungsmittel produzieren lassen? Extra glitschig, mit Mininotten und sehr klein.
Bro, das ist doch nicht klein, oder? Ja, safe. Das ist Durchschnittsgröße, oder? Doch, oder? Doch, doch, oder? Ja, doch. Rainer, meinst du, du kannst uns ein Stück mitnehmen? Wir müssen die Zahnfee finden. Na klar, aber wieso nicht gleich den Osterhasen? Wie kommst du auf den? Na, der kommt direkt auf uns zu. Oh, Scheiße, wir müssen hier weg! Ist das? Safe haben die da irgendwas ganz anderes draufgeschrieben, als da eigentlich drauf stand. Ich bin mir jetzt aber gerade wirklich nicht sicher, ob die da ein anderes Logo drauf gebatscht haben. Oder ob das einfach das Logo der Mietfirma ist, die das gemietet haben. Bin ich hier nicht schon gewesen an diesem Baum? Oh Gott, ich hoffe, die Bäume finden das nicht diskriminierend, dass ich sie alle gleich aussehen finde. Ich mag diesen Wald nicht. Danke, kleiner Junge mit gruseliger Zunge. Was machst du hier so alleine? Man spricht nicht mit Fremden. Gut, merke ich mir. Oh wow, bist du ein Magier? Nice Icebreaker. Ich bin Julia und ich muss dieses Kupfer da abliefern. Ich bin Tino. Was machst du hier im Wald? Nicht... Da ist Tino wieder. Fremdes, gruseliges Kind. Ich suche meinen Dad. Hier, das ist das Einzige, was ich noch von ihm habe. Er lebt in dem Bauch eines eingefrorenen Mammuts, um sich einer unentdeckten Virenkolonie anzuschließen. Hm, macht Sinn. Ich suche ein Raumschiff. Okay, du bist weird. Nein, ist wirklich so. Da kamen so drei Typen aus der Zukunft in mein Haus. Also, war eigentlich gar nicht meins, aber es stand leer und ich habe schon Möbel gekauft. Und einer von den drei Typen war auch eigentlich eine Frau. Miami Rose. Die schönste... Hey! Wo bist du? Da hatte Tino einen kurzen Auftrittspart. Hallo. Ah, da ist er. Eine verfrühte Anomalie. Waren meine Berechnungen etwa fehlerhaft? Ah. Erfahren wir mehr über ihn? Die AMUS 7 ist soeben durch das Zeitloch gereist. Ja, ich habe es beobachtet. Und dennoch dehnen sich die Anomalien weiter aus. Dann muss es wohl so sein. Ich werde es selbst in die Hand nehmen. Unsere Verzweiflung muss groß sein, wenn du ein solches Wagnis auf dich nimmst. Was hier in diesem Wald vor sich geht, ist nicht für deine Augen bestimmt. Ich hab mich nur ein bisschen verlaufen. Und wo willst du hin? Man soll nicht mit Fremden sprechen. Weise Worte für ein Mädchen, das offensichtlich von ihrem Weg abgekommen ist. Dieses Kupfer, du hast vor, es der AMUS zu bringen. Du bist also Teil jener Gruppe, die das Paket für den Mann im Mond hat, nicht wahr? Captain Jerky hat es mir erzählt. Kannst du mir sagen, wo dieses Paket jetzt ist? Wir könnten einander Verbündete sein. Ich kann dir den Weg zeigen, den du gehen musst. Dieser Wald ist tückisch. Alleine wirst du das Raumschiff nicht finden. Die Crew dort könnte deine Hilfe benötigen. Genauso wie deine Freunde, die kurz davor sind, einen verheerenden Fehler zu begehen. Sie werden sterben, wenn ich es nicht verhindere. Also, wo sind sie? Sie wollen zur Zahnfee. Jerky? Rose! Ich konnte entkommen. Ich weiß. Ich habe sie und ihren Loveboard fliehen sehen. Ich konnte mich ebenfalls aus Snaggles Fängen befreien. Vorerst. Sehen Sie zu, dass Sie auch von dem Schiff runterkommen. Nein. Snaggles ist völlig größenwahnsinnig geworden. Er plant etwas Schlimmes. Ich muss ausfinden, was er vorhat. Gut, dieser Ratte wird mir das Handwerk legen. Wir gehen geradewegs auf die Koordinaten des Triebwerks zu. Wir sind quasi schon auf der Rückweg. Ich werde mich melden, sobald ich was herausgefunden habe. Rose, passen Sie auf sich auf. Wo waren wir? Sie haben mir eine Stunde lang versucht zu erklären, warum es wichtig ist, zuzuhören, wenn jemand redet. Ha, ich komme nicht drauf. Egal, erzähl mir doch mal was von dir. Vor meiner Laufbahn war ich als Killer.
Wir sind einfach jetzt, ist ja plötzlich in der Zeitkreis, wir sind einfach im Mittelalter gelandet. Ha, Killen, kann ich ein Lied von singen? Gerne, singen Sie mir dieses Lied. Nein, ich versuche mir gerade das Töten abzugewöhnen. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Ich meinte, ob du so Vorlieben hast. Ich meinte, du hast ja den King Booster 3000. Hier. Oh. Oh. Mach das nie wieder. Wenn andere zugucken. Hey, ihr da! Was tut's dir da in unserer Gemeinschaft? Guten Tag, die Herren. Er sagt mir was. Ich kenne ihn, aber woher kenne ich ihn? Und Damen? Also ich kenne ihn von TikTok und YouTube Shorts, aber... Denn ihr seht alle... Aber wie hieß er? Gleich aus. Alle außer der. Der hat keinen Bart. Ja. Wir sind Amische. Wir verweigern uns zur Technik. Technik ist teufelsmörrisch. Technik ist eine wichtige Lebensgrundlage. Ohne sie könnte man das hier nicht tun. Oh. Das ist teufelsmörrisch! Teufelsmörrisch! Danke, stopp! Wartet! Moment! Wir bekommen Frieden. Von weit, weit entfernt und suchen nur unser kleines, unscheinbares Triebwerk, das offensichtlich da gelandet ist. Ihr habt uns also ein Teil geschickt! Er hat Abraham so gemacht, dass er nicht mehr laufen kann. Ich bin Abraham, kann nicht mehr laufen. Macht euch fertig, bevor euch der Uge aussteche! Integrierte Push-Up-Tarnkappen-Torpedos aktiviert. Shackadelic, Baby. Der Dämon ist in Frau! Wir müssen sie umkommen lassen! Abraham, los, tanzen! Kapiert euch Strafe, ihr Sorgen, gerade! Aua, mein Make-up. Nicht schießen, Deins. Das ist der effizienteste Weg. Aber du wolltest doch menschlicher werden, oder? Korrekt, der Mensch löst seine Probleme mit Gewalt. Diplomatisch herangehen. Woher hast du die Bohnen? Domitian. Aus ihrem Ex-Schiff, Ex-Captain Jerky. Nur Jerky. Oh Gott. Jetzt hat Gnu die Bohne bekommen. Und das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr genug. Es sieht auf jeden Fall verdammt ähnlich wie Gnu. Ich bin mir jetzt aber gerade wirklich nicht sicher, ob Gnu oder wer anders das ist. Weil der Song sagt mir nichts. Ein Song über Elektrogeräte. Ob es da wohl auch eine Vollversion von geben wird? Nee, KI-Song. Noch mehr Menschlichkeit gelehrt. Ich fühle mich bemitleidenswert und Beta. Danke, Jerky. Ah, einfach nur Jerky. Bitteschön. Er hat aus Reflex schon was gesagt. Beta. Danke, Jerky. Ah, einfach nur Jerky. Bitteschön. Wir haben zu Kraft durch Tech. Ach, Leute, das würde jetzt auch passend von Mittelalter. Haben sie jetzt High-End-Geräte bekommen? Da hinten jemand mit der Kettensäge. Technik mega wichtig ist. Danke, dass ihr uns erlichtet habt. Gott ist mit euch. Gut, dürften wir dann endlich unser Triebwerk haben? Nein,
Wir werden das Wunderwerk von der Technik behalten. Es ist ein Geschenk von Gott. Wir lieben die Technik. Dürfen wir unser Triebwerk zumindest ausleihen? Wir Armische teilen und verleihen Sachen nur an liebe Leute, die Teil von unserer Gemeinschaft sind. Und dann irgendwelche damische Wutzli sind. Damische Wutzli bist du, oder? Sieht so aus, als müssten wir uns ihrer Gemeinschaft anschließen, um unser Triebwerk zurückzubekommen. Oh. Hey, was machst du da? Wollte mal kurz gucken. Willst du das Böse auf uns loslassen, oder was? Vielleicht ist er auch gar nicht böse. Ach, so wie der Osterhase nicht böse war? Hey, das hast du doch gesagt. Ja, okay, chill. Ich war mir halt nicht so sicher. Aber du bist... War. Ich war ein Fanboy. Mittlerweile fühle ich sein Leid nicht mehr. Du wirst gehackt? Ha! Ich hab's dir doch gesagt! Niemand verarscht mich ungestraft! Komm her, lass mich! Alles gut, alles gut. Joe kann dir helfen. Aber wie? Mit NordVPN. Damit werden deine Internetaktivitäten verschlüsselt, sodass deine sensiblen Daten besser vor Cyberangriffen geschützt sind. Ah! Besonders wichtig, wenn du dich mit unbekannten Wi-Fi-Hotspots verbindest. Wie zum Beispiel in einem Wald. Oh. NordVPN ändert nämlich deine IP-Adresse und kann den Datenverkehr über seine Server in 60 verschiedene Länder leiten. Und die Daten werden nicht protokolliert. Ich bin entzückt. Aber es kommt noch besser. Genau, denn mit dem Rabattcode nordvpn.com/julienbam bekommst du nochmal ein exklusives Angebot obendrauf. Nicht zu vergessen, die 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wow. Ein Hoch auf NordVPN. Die Linken. Reifen. Die Linken Reifen. Gehen immer Platz. Schon gut. Du hast es schon weit genug gebracht. Von hier finden wir die Zahnfee selbst. Passt auf euch auf. Ich habe komische Dinge über diesen Ort gehört. Damals in der deutschen Pfadfinderjugend wurden viele Geschichten über diesen Ort erzählt. Ich glaube, das sind Überbleibsel vom Märchenwald. Ich glaube, das ist gefährlich. Ist gut, Rainer. Ciao. Und pass auf unser Kokon auf. Okay, mach ich. Vorsicht, bitte. Die Vision ist brillant, einfach brillant. Endlich werde ich als Wissenschaftler herausgefordert. Jerky hat mein Talent nie anerkannt. Ja, ja, ja. Wie weit sind wir mit dem Umbau? Wir kommen schneller voran als erwartet, Captain Snaggles. König Snaggles. Ich habe mich selbst befördert. König, natürlich, aber... Was, Anna? Wir brauchen immer noch den Zugangscode von dem Zentralcomputer. Den kennt nur meine Frau. Habt ihr sie schon ausfindig gemacht? Ihre Frau? Miami Rose. König Snaggles. Oh, die glückliche... wir vermuten sie immer noch an Bord des Schiffes. Findet sie. Und was ist mit Jerky? Der kommt schon wieder. Und dann kann er sich auf was gefasst machen. Warum lacht ihr nicht? Scheiße! Kommt! Hallihallo, Hallöchen! Ah. Sorry, du wärst bestimmt ein guter Special Guest gewesen. Meine Theorien waren alle wahr. Unsere Zweisamkeit war das Kostbarste, was wir je besaßen. Kann das sein, dass die Folgen jetzt länger gehen? Also, ich meine, dass sie immer so um eine halbe Stunde ging, aber die geht 42 Minuten. Krass. So schöne Worte wie Rainer hast du aber noch nie zu mir gesagt. Warum liest du dieses Betrügerbuch? Das ist echt gut. Das ist doch alles fake bei ihm. Genauso wie sein Shirt da, sein Merchandise. Oh, I love John. Ich find's nett. Müssen wir was wirklich Nettes sehen?
neue Eternal God. Ich hab's so fast schon gedacht. Sold out gegangen ist. Darum startet Eternal God jetzt eine Special Pre-Order Aktion. Also scheiß auf deine Klamotten und sicher dir ein Exemplar im Eternal God. Lol, mit Fuchs. Yay. Ein asiatischer Fuchs, glaube ich. Okay, du hast mich überzeugt. Oder sowas. Ich glaube, das ist oder japanisch. Was los? Nichts. Ich hoffe nur, Julia geht's gut. Ach klar, um die brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die weiß nicht mal, was Angst ist. Ja. Apropos Julia, sie meinte, du wolltest mir noch irgendwas sagen. Wann? Hab ich gar nicht mitbekommen. Also bevor ich totgegangen bin. Ha. Totgegangen. Irgendwas erinnern, wovon du redest. Doch, heute Morgen. Mit dem Jetface Alien. Doch, heute Morgen. Das ist doch. Sag doch jetzt einfach. Was denn für ein Jetface Alien? Ich könnte mir bald so vorstellen, dass sie das aus rein arbeitstechnischer Weise, um halt Arbeit zu sparen beim Dreh und so, das jetzt so gemacht haben, dass Wabu sich in einen Kokon verwandelt hatte. Denn somit mussten sie nicht John und Ju in jeder Szene oder jeder zweiten Szene filmen oder dubeln. Weswegen das Filmen einfacher macht. Weil sonst hätten sie jedes Mal darauf achten müssen, dass beide irgendwie gefilmt werden, wenn in der Szene, also wenn beide gefilmt werden, dass da immer ein Double ist und so. Das wäre bestimmt aufwendiger geworden. Ach nee, komm, jetzt sag doch mal, was du mir sagen wolltest. Mir unangenehm gerade. Ach komm, wie lange kennen wir uns schon? So peinlich kannst du gar nicht sein. Na gut, ich sag's dir. Ich hab ihr nur gesagt, dass wenn ich damals traurig im Bett lag, ich mir immer vorgestellt habe, dass du als Superheld verkleidet in mein Zimmer reingeflogen kamst, um mich aufzuheitern. Also hast du dir mich letztens im Super... Nein, als ich jünger war, viel jünger. Also... 4 oder so. Ach so, ja, okay. Oder 15. Das macht's irgendwie nicht weniger weird. Ja, passt recht. Mit den T-Shirts und den Kissen zugedeckt. Damals, als ich einsam war, habe ich immer an deinen Klamotten gerochen. Oh, das wird mich noch lange verfolgen. Ich hoffe, du hast recht. Hier wäre eigentlich voll guter Folgenende. Filmende, muss man ja schon sagen. Ich habe dich erwartet. Bereit, zurückzugeben, was mir gehört? Du hast mir John wieder zurückgebracht. Dafür bin ich dir sehr dankbar. Aber okay, er kann also über sein Gesicht immer noch reden, auch wenn er woanders ist. Aber jetzt... Eine sehr zweigeteilte Person. Da ist, habe ich umso mehr Angst, ihn wieder zu verlieren. Du möchtest eine Garantie für sein Überleben. Ich hatte eine Vision, in der John wieder tot war. Es hat sich so echt angefühlt, als wäre ich da gewesen. Er lag tot in meinen Armen. Was bedeutet das? Du hast die Zukunft gesehen? Wie ist das möglich? Die Zukunft? Heißt das, ich werde John wieder verlieren? Nicht, wenn ich es verhindere. Ich bin nicht dein Feind, Julian. Jedoch brauche ich dafür das, was ohnehin schon mir gehört. Dein Gesicht. Ein Geschenk für ein Geschenk. Weißt du noch? Solltest du mich nicht am besten verstehen können, Julian? Auch ich trachte danach, einen Verlust wieder rückgängig zu machen. Alles sagt, dass ich mich von dir fernhalten soll. Der Maskenboss, das Pergament vom Osterhasen, die Prophezeiung, die Wächter. Ich kann dich nicht die Welt zerstören lassen. Junge, es gibt halt schon so viele Sachen hier, die er aufzählt, die in allen Parts irgendwie kamen. Die Prophezeiung, die Warte. Wächter, der Maskenboss, das Pergament vom Osterhasen, die Prophezeiung, die Wächter. Ich kann dich nicht die Welt zerstören lassen. Die Wächter. Und du denkst, du kannst ihnen trauen? Meinen Brüdern? Brüdern? Lass mich dir erzählen, warum ich mich von ihnen distanziert habe. Wir waren
5 identische Brüder. Aber das war nicht alles, was uns besonders machte. Wir verfügen. Hä? Was ist denn das jetzt? Ist das per KI generiert? Über einzigartige Mächte, warum man uns in ein Waisenhaus abschob. Zu einer Zeit, wo alles, was anders war, verteufelt wurde. Damals, vor 500 Jahren. Es war kein gewöhnliches Waisenhaus, denn dort wurden unsere Kräfte erforscht. Das sind auf jeden Fall, oder es sind die normalen Menschen, oder die hatten ja schon mal eine Szene in so einem mittelalterlichen Zimmer gedreht mit Kindern, das hatte man in dem Video vom Santa der Boss gesehen. Und vielleicht haben sie das auch da nochmal gedreht und dann einen Filter drüber laufen lassen. Unter Schmerzen. Und weil ich der Mächtigste unter uns Brüdern war, unterzog man mich am häufigsten den Experimenten. Die Nonnen, die uns bewachten, beteuerten, dass wir das Waisenhaus nicht verlassen dürfen, da es unserer Sicherheit diente. Meine Brüder glaubten ihnen, doch ich tat es nicht. Was sie Sicherheit nannten, empfand ich als Gefangenschaft. Und so brach ich eines Nachts aus dem Waisenhaus aus. Die Freiheit, derer man mich beraubt hatte, lag in der Natur. Ich fühlte mich lebendig. Doch die Dunkelheit der Nacht hielt eine noch größere Schönheit für mich bereit. Iris, ein junges Mädchen, so schön wie ein Feld voller Mondblumen. Sie führte mich in eine Welt voller unbekannter Wunder und füllte mein eigenes düsteres Leben mit einem Leuchten. Bei ihr fühlte ich mich zum ersten Mal verstanden. Von dieser Begegnung an brach ich jede Nacht aus dem Waisenhaus aus, um sie zu sehen. Meine Brüder verurteilten mich, sagten, ich würde meine Bestimmung vernachlässigen. Aber Macht war noch nie mein Antrieb gewesen, Julian. Es war Liebe. Doch so überwältigend das Gefühl tiefer Verbundenheit auch sein mag, so überwältigend ist auch die Sorge darum. Du weißt, wovon ich rede, Julian. Iris litt unter einem schweren Schicksal, einer tödlichen Krankheit gegen die Sonne. Es ist schon ironisch. In der Dunkelheit der Nacht fühlte sie sich frei, doch gleichzeitig war es ihr Gefängnis. Ich hielt es nicht mehr aus, sie leiden zu sehen. Und deshalb machte ich ihr ein Geschenk. Ich riss die Mauern ihres Gefängnisses ein und zeigte ihr eine neue Welt. Wir waren glücklich. Aber das Glück währte nur von kurzer Dauer. Man bezichtigte Iris der Hexerei als Frau, die die Sonne verfinstern könne. Zur Zeit des 15. Jahrhunderts wussten die Menschen nur auf eine Weise mit Hexen umzugehen. Ich hätte die Welt gegeben, um sie zu retten. Von den Menschen hätte ich nichts anderes erwartet. Aber meine Brüder, sie haben mich aufgehalten. Sie hätten sich auf meine Seite stellen müssen, so wie ich mich stets auf ihre Seite gestellt hatte. Ich konnte ihnen nicht verzeihen und wandte mich von ihnen ab. Ich suchte nach einem Weg, meine verstorbene Iris zurückzuholen. Lol, so wuchsen meine Mächte beständiger und schneller. Darin erkannten meine Brüder eine Gefahr. Da sind schon wieder die Mohnblumen. Diese Insel, wo Green, hier der Maskenanführer war, gehörte scheinbar dem Mann im Mond. Sie versuchten mich aufzuhalten, beraubten mich in einem Hinterhalt der Quelle meiner Macht und verbannten mich auf den Mond. Du siehst, nicht ich habe den Keil zwischen uns Brüdern getrieben, sondern sie. Sie hätten wissen müssen, dass sie sich mit mir einen mächtigen Feind geschaffen haben. Das tut mir leid. So wie ich das sehe, hast du nur zwei Optionen, Julian. Du gibst das Gesicht meinen Brüdern und ich werde es mir dennoch holen. Aber dann bist du mein Feind. Und die zweite Option? Du gibst mir mein Gesicht zurück, wie wir es vereinbart haben. Und ich sorge für die Sicherheit von dir und deinem Freund John. Julia? Ich kann nicht. Dann tust du es meinen Brüdern gleich und entscheidest dich, mein Feind zu sein. Es tut mir leid. Creepy. Hallo? Ist da jemand? Nein. Ja.
Lol. Als ob am Zepter auch noch ein Säckchen mit Bohnen hängt. Wie viele Beteiligte gab es denn bitte schon mit diesen Bohnen? John! Ich war mal dein Fan, ja, ich war mal dein Stan. Hatte überall Poster wie von der Rockband. Ließ die Herzen brennen bei deinem Instagram. Schrieb so viel DMs, dachte safe, das ist Spam. Stand bei deinem Event, erste Reihe vor dir. Hab dein Drink probiert, deinen Drip kopiert. Ich war in deiner Gang, du hast alles rasiert. Doch ich hätte nie gedacht, dass du deine Werte verlierst. Du hast dich verändert und ich glaub, du lügst. Mit all deinen Worten hast du niemals betrügt. Deine neuen Freunde falsch wie ein billig Kostüm. Mit dieser Maske einfach. Hab ich keine Zeit mehr, weil dir alles Kalkül. HDGDL, hab das Gefühl, du lügst alles, was du gesagt hast. Da sind wir schon wieder bei HDGDL. Wir hatten das gerade bei Twitch Clips, da bin ich schon ganz viel gehabt. Jetzt, bei mir HDGDL. Was hieß das nochmal? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das hab ich gefühlt. HDGDL, hab das Gefühl, du lügst. Du sagst, Geld ist egal, aber der scheint trügt. Wolltest dich nie verändern, warst immer der Typ. Doch immer dasselbe, aber ein Déjà-vu. Aua, mein Herz ist ein bisschen gebrochen. Komm, John, wir müssen hier abhauen. Plötzlich ist es Tag. Los. Komm, wir sind gerettet. Warte, der Typ ist ein Supermarkt. Du! Wer? Wir brauchen dein Floß. Bitte. Nein, der See ist viel zu gefährlich. Noch nie hat ihn jemand lebend überquert. Aber wir stecken voll in der Klemme, Mann. Aber an diesem See lebt ein Ungeheuer. Das mich erfolgreich machen wird. Cool, sorry, Bro, aber wir müssen wirklich... Ich habe dieses Floß mit eigenen Füßen gebaut, um das Ungeheuer zu fangen. Ich hab eigene Füße. Ihr bekommt mein Floß nicht. Oh, wir stehen schon drauf. Wehe, fahrt los! Sind wir aber schon, sorry. Passt auf euch auf! Die Wahrsagerin hatte recht. Ich hätte beim Stepptanz bleiben sollen. Ja. Ich muss sagen, das war eine echt gute Idee von dir. Let's go, paddel. Naja, eher unrealistisch, oder? Obwohl, genau betrachtet war es eigentlich meine Idee. Ja. Ich weiß. Ja, ja, John. Du hast es gut gemacht. Der Osterhase mit Sneakern. Na, auch einen scheiß Tag gehabt? Tada! Hörst du mir überhaupt zu, Joe? Ja, ja. Ich glaube, der Osterhase verprügelt gerade den Fischer. Ach, wenigstens die Arme kann einem nicht mehr brechen. Paddel, schnell! Ein Glühwürmchen. Welchen Tag? John, wie weit noch bis der Zahnfee? Das wird wahrscheinlich noch wichtig sein, das Glühwürmchen. Schau mal nach. Weil, aus was für einem Grund sollten sie sonst hier random auf dem See mit Photoshop oder nee, After Effects oder was sie da nutzen, ein Glühwürmchen einfügen. Wieso genau in dieser Szene? Nur noch über den See, da müssten wir da sein. Sieht so aus, als können wir es diesmal schaffen. Ja. Ich bin so froh, dass du an meiner Seite bist. Und so viele andere jetzt auch. Julia, er. Das manchmal ist das Glück eben doch auf unserer Seite. Ich weiß nicht, ob die Musik geclaimt wird. Aber es sind wieder so viele krasse Szenen jetzt, die also Storylines, die offen sind. Und ich freue mich schon auf Akt 4.
Falls ihr euch auch freut, schreibt es in die Kommentare. Hier geht noch ein paar Minuten. Ein paar Sekunden. Okay. Und da war das Ungeheuer bei so. Jetzt machst du dies und das, früher hast du das gehasst. Wenn ich dich heute sehe, bin ich traurig, haben so viel zusammen gelacht. Man kann sich ja verändern, aber nicht so wie du es machst. Denn du hast dich einfach gedreht, ja um 180 Grad. Du hast dich verändert und ich glaube, du lügst mit all deinen Worten, dass du niemals... Aber ich würde sagen, das wär's mit dieser Reaction gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und nein, wir gucken jetzt nicht Akt 1. Auch nicht Seite der Boss, auch nicht Akt 2. Was sind das für ganz komische Videovorschläge hier? Immerhin ist der größte Teil ist irgendwie Julian Bam. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, Leute.